Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Und liebe Grüße aus Los Angeles. Hallo nach Deutschland oder wo auch immer gerade sein mögt, mag, haben, gehabt, sein mögen, tun, dessen, wer, was. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ich euch gerade den Himmel so gezeigt habe. Man sieht es vielleicht nicht mehr so gut, aber es ist relativ, ein leichter Dunst liegt auf der Stadt. Und die letzten Tage war es noch sehr viel extremer. Sehr, 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 sehr viel extremer. Manche von euch wissen es schon, denn erstmal vielen Dank an manche von euch, die mir geschrieben haben, geht's dir gut und so weiter, bist du betroffen von den Feuern. Denn es hat wieder richtig heftig gebrannt und nochmal mehr, noch heftiger als letztes Mal, als ich euch das Video gezeigt hatte von den brennenden Bergen. Genau diese da. Und diese Berge daneben haben dieses Mal gebrannt. Nicht nur diese Berge, auch Berge da hinten und Berge da hinten und Berge da hinten. Es hat überall richtig heftig gebrannt. Ich dachte mir, ich zeige euch einfach mal ein paar Impressionen davon, damit ihr euch davon einen kleinen Eindruck beschaffen könnt, was hier die letzten Tage war. Ich, wie gesagt, habe davon kaum was mitbekommen. Ich habe ein bisschen Rauch gesehen, das ist alles. Andere Leute hatten leider nicht das Glück und das werde ich euch jetzt mal kurz zeigen. Ja, was hier aussieht wie der neue Film von Roland Emmerich, ist leider tatsächlich Realität. Das ist der 405 Freeway Richtung Süden nach Santa Monica und in der Nähe von Bel Air, also nicht weit von mir entfernt. Das ist hier gerade in Bel Air. Das Ganze ist das Skirball Fire. Mehrere riesige, teure Häuser abgebrannt, 6 Stück glaube ich, mehrere Quadratkilometer Feuer und ein riesig großer Schaden. Und das Ganze wurde das verursacht von Obdachlosen, die im Wald gegrillt haben, illegalerweise. Und das ist auch noch das kleinste der ganzen Feuer. Ihr seht, hier sind 4 Feuer gewesen und das größte ist das Thomas Fire in Ventura County in der Nähe von Malibu quasi. Und da ging es richtig, richtig zur Sache. Hunderte von Quadratkilometern an Feuer, über 150, 200 Häuser zerstört, wie ihr hier in den Animationen seht. Ein paar Leute sind sogar leider verstorben. Die Schäden sind grausam und riesig. Ich will nicht wissen, wie viele Tiere dabei draufgegangen sind und wie viele Menschen ihre Existenz einfach so verloren haben. Ja, nicht schön das Ganze. Nicht schön. Kommen wir doch mal zu etwas Fröhlicherem. Denn gestern hat mich jemand angeschrieben in meinem Instagram-Livestream, den ich gemacht habe, und meinte, hey, The Rock kriegt morgen seinen Stern auf dem Hollywood Boulevard. Und ich dachte, habe ich auch gehört. Aber da habe ich nie dran gedacht, da hinzugehen, um das zu filmen oder so. Denn ich hasse Menschenmengen. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Aber für euch, falls das ein, zwei Leute interessiert, werde ich da gleich hinfahren. Es wird natürlich brechend voll sein, bin ich mir sicher, mit Touristen und so weiter. Das heißt, ob ich da jetzt irgendeine gute Aufnahme bekomme, werden wir sehen. Denn wir werden gemeinsam hingehen. Und zwar jetzt. Ja, da stehen schon die ganzen Fans und Touristen oben. Großartig. Also genau bei dem Pult, da wird er gleich stehen und irgendeine Rede halten und dann kommt der Stern da vorne in den Boden und so weiter. Und ich hasse mein Leben. So viele Menschen. Guckt euch das an, wie viele Kameras, wie viel Security. Unten am Bahnhof, bei meiner Haltestelle war schon mehr Security. Das ist so krass, was sie hier machen, wenn so ein Star kommt und seinen Stern bekommt und so. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Be cool. Get shorty. The
horror remake of Walking Tall, Universal's Rundown, The Mummy Returns. Da sind ja noch irgendwelche Gastredner, die keiner sehen will. Und alle Leute verbrennen hier in der Sonne. Rocky, 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 Rocky. Thank you so much, thank you. Thank you guys a lot of money, and I love you too. Thank you so much. Thank you, thank you. To ice skating. I've never ice skated in my life. I tried to ice skate one time, we had rehearsals, I fell and almost killed myself. I said, Tom, I didn't write anything down. I didn't want to write anything down. I figured this is such a monumental moment and significant time for me. I just felt like it's probably best I just speak from my heart and from my gut. Water. It's actually vodka. The only thing I knew when I got into this business, the only thing I knew was I was going to be committed to putting in the work, and I was going to put in the work my own 2 times. That was what I was going to do. So for me, years later, to be here and celebrate this and get this star in the Hollywood Walk of Fame signifies things coming full circle, but also signifies one of 3 things that I wanted to share with you guys today. And the first thing is the willingness to always put in the hard work without 2 minutes. Because at the end of the day, regardless of what our dreams are, regardless of what we do now, what we want to do in the future, whatever it is you want to do, it will always come down to working your ass off, putting in the work. The first one is this hard work that we put in with our own 2 hands. The other one is gratitude, of living every day in gratitude. And I'm so eternally grateful for everyone. This is what it all means, right? So, the hard work, living the world with your own 2 hands, right? We live every day with gratitude. That's the microphone, man. And, but it all comes down to this. It all comes down to this family. Because it means so much to me in here, in my mind, in my spirit, which is, it's nice to be important, but it's more importantly nice. And with that, I love you, and I thank you. Das war dann jetzt auch genug Tourist gespielt für die nächsten 15 Jahre. Ich habe bestimmt einen Sonnenbrand im Gesicht. Hat sich total gelohnt. Ja, ich hoffe, ihr habt ein paar Impressionen und so weiter, die euch gefallen. Und ja, seht jetzt mal so, wie das so abläuft, wenn ihr jemand einen Stern bekommt. Und diesen Stern hier. Die hier, wie viele wissen, über den ganzen Boden verteilt sind. Hier wird auch schon für das nächste Event aufgebaut. Das Chinese Theater, da sind immer alle großen Filmpremieren. Father Figures. Wahrscheinlich heute das Premieren-Event. Ja, aber das muss man erstmal von sich behaupten können. Für mich wurde heute eine der meistbefahrensten, eine der vollsten Straßen des ganzen Landes einfach mal abgesperrt. Ich glaube, es gibt sehr wenige Leute, die ihn nicht mögen, aber selbst wenn man was gegen ihn als Person hat, muss man einfach einen riesen Respekt an die Arbeit, die er in seinem Leben geleistet hat und immer noch leistet. Er dreht 20 Filme im Jahr, der dreht zusätzlich eine Serie im Jahr und trainiert wie ein Wilder. Ich habe das Gefühl, er schläft einfach nie. Ich kenne ihn natürlich nicht persönlich, aber ich habe das Gefühl, dass er auch eine sehr nette Person ist. So kommt er zumindest rüber, aber wie gesagt, ich kenne ihn nicht persönlich. Da kann man sich natürlich auch täuschen. So, jetzt geht's. Aha. LA Fitness. Jetzt geht's nochmal zum Training.
here, focused on my own way, with a never looking back to those who lived in fear. There was nothing I could do, there was nothing you said that could make me realize how much lucky I was. Just out of reach of the fire, was not aware of the smile. But when I stopped to see through, I'm begging for help, begging for hope. Just need to open my eyes now, to try to change and to sunshine. Ein ganz kleines Stückchen weiter, was Split betrifft. Bald bin ich ganz unten und dann kann ich den Epic Split Chair Split machen. Und das ist mein Ziel. 2018. Mein einziges Ziel. Epic Split zwischen zwei Stühlen. Aber ich merke richtig, wie die Dehnung und über die letzten 8 bis 10 Wochen jeden Tag das Dehnen, nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag, einfach meine Kicks verbessern. Man fühlt sich lockerer, man fühlt sich freier. Und ja, ich kann es, wie gesagt, nur jedem empfehlen. So, jetzt werde ich mir Kontaktlinsen holen gehen. Und ihr wisst vielleicht aus einem meiner älteren Videos, ist nicht immer so einfach hier. Mal gucken, ob ich Kontaktlinsen bekommen werde. So, hier ist mittlerweile mehr aufgebaut. Heute Abend scheint dann die Premiere zu sein von diesem Film. Gute Schauspieler drin, aber ich erinnere mich nicht wirklich an den Trailer. Und hier stand ich eben und hier war eben alles aufgebaut, schon wieder alles weg und da ist der Stern. Interessant. Hat hier zufällig jemand Lust, Scientology beizutreten? Ich weiß nicht, ob ich gerade verarscht wurde oder so, aber ich gehe da rein, sag, ja, ich brauche neue Kontaktlinsen, ich habe hier ein deutsches Rezept leider nur dafür, mein Vielmann-Brillenausweis quasi, und sie, ja, gar kein Problem. 12-Pack von Kontaktlinsen kostet normalerweise $80, aber ich glaube, ich habe auch Samples da für jetzt. Und ich dachte, ja, okay, geil, dann gibt sie mir noch ein Sample, damit ich das gleich haben kann und die anderen Kontaktlinsen kommen dann gleich an. Und dann stehen wir beide so, ganz merkwürdig. Sie ist mega witzig drauf, redet, haha, dies, das. Ich erwarte irgendwie, dass sie was holt oder so, dass sie Kontaktlinsen holt, das 12-Pack, das ich zahlen muss. Und meinte, ja, alles gut, gib mir so ein Pack mit 6 Kontaktlinsen, das kostet normalerweise, glaube ich, $30 oder Euro. Und sagt, alles klar, tschüss. Hat mir erstmal 6 Kontaktlinsen mit Flüssigkeit geschenkt. Das habe ich noch nie erlebt. In Amerika vor allem. Hier ist das W Hotel. Übrigens, da ist die Vine Station. Das W Hotel, da kann man auch drin wohnen, wenn man sehr reich ist. Die Wohnungen da oben kosten so 16.000 bis 20.000 im Monat Miete. Und da wohnt, soweit ich weiß, unter anderem Logan Paul, der YouTuber, Weiner oder was auch immer. Der Typ, man kennt ihn. So, bevor wir zum letzten Thema heute kommen, erstmal noch zum Call of Duty Gewinnspiel. Ich werde am Samstag, also morgen, durch alle Kommentare durchgehen und die Gewinner auswählen. Das heißt, im nächsten Video danach, was hoffentlich Sonntag rauskommt, werden dann die Gewinner bekannt gegeben. Das heißt, ich lasse es noch einen Tag laufen. Ihr habt noch einen Tag die Chance, diese ganzen Dinge zu gewinnen, indem ihr die Antworten und so weiter in die Kommentare schreibt. Nun, kommen wir jetzt aber zum letzten Thema. Und zwar haben Bejo, guter Freund von mir und Uwe, wir haben einen Kurzfilm gedreht mit Infant Cinema. Phil, der auch aus anderen Videos schon drin bei mir drin war, guter Freund von mir, der hat Kamera gemacht, der hat die VFX gemacht, Bejo hat's created und Regie geführt und geschauspielert. Ich habe geschauspielert und die Musik geschrieben. Das heißt, wenn ihr es guckt, sagt mir gerne auch, wie ihr die Musik findet. Im Prinzip war die Crew eine Person, nur Phil hinter der Kamera. Kein Budget, aber trotzdem muss ich sagen, kann der Film sich sehen lassen. Von der Qualität bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Wenn man Leute dabei hat, wie Bejo und Phil, die wissen, was sie tun, dann kann man auch mit wenig Leuten und viel Arbeit natürlich Qualität
Qualität schaffen. Es kommt nicht immer darauf an, dass man das beste Equipment hat, das beste dies, das beste das. Man muss einfach wissen, was man macht und man muss viel Arbeit reinstecken. Guckt einfach mal rein, der Link ist in den Kommentaren und in der Videobeschreibung zu dem Film. True Crime heißt ja auf Bejos Channel, Bejo Domen. Also wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr bis hierher geguckt habt, gebt mal Hashtag True Crime in die Kommentare. Instagram Livestream habe ich übrigens vorhin erwähnt. Ich glaube, das werde ich öfter mal machen. Das gefällt mir immer ganz gut. Ich hatte vor ein paar Tagen Livestream gemacht und das ist immer geil zum Kommunizieren. Ich kann direkt eure Fragen beantworten. Bisschen chillen, bisschen Klavier spielen für euch und so weiter. Ich versuche es mal jede Woche zu machen irgendwie oder zumindest alle zwei Wochen. Immer wenn ich daran denke, vielleicht jeden Sonntag oder so. Was macht Spaß. Also auf Instagram. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch Peace und Frieden und einen schönen, was sind wieder, wie viel der Advent ist jetzt eigentlich? 1, 2, 3, dritter Advent? Ja, dritter Advent. Hier gibt es keinen Advent, deswegen nobody knows the trouble I've seen, but dritter Advent. Also haut rein. Ciao sein. All she wanted was to have a little bit of fun. Maybe she did. Until he lured her on this rooftop and... raped and killed her, yeah.